Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei mir auf dem Kanal, euer Bumblebee hier mit der zweiten Episode zu unserem benutzerdefinierten Durchgang hier in Subnautica Below Zero. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und vor allem vielen, vielen Dank für die zahlreichen Kommentare und ja, auch Vorschläge, was wir hier heute so machen sollen und wie es auch hier in diesem Modus heute weitergehen soll. Ich habe als erstes mal Vorschläge von euch aufgenommen und habe ein wenig an der Tageszeit gedreht. Wir haben jetzt insgesamt eine Tageszeit von 7 Minuten und die Nacht geht 3 Minuten, sodass es insgesamt im Grunde für einen Tag 10 Minuten dauert. Ich finde, das ist ein ganz guter Kompromiss. So haben wir ein bisschen mehr Tageszeit und können das auch ein bisschen besser nutzen. Viele andere Vorschläge waren, dass wir uns als nächstes zu Margaret begeben und dementsprechend auch zur Station Delta oder zum Anleger der Station Delta, der sich grob in Richtung Süden befindet. Und das finde ich relativ sinnvoll, denn das ist im Grunde die nächst logische Location und wo wir auch, sage ich mal, die Story ein wenig vorantreiben können. Dementsprechend machen wir uns jetzt direkt auf den Weg. Ihr könnt mal ein Like da lassen fürs Video, das hilft mir ungemein, aber für den Kanal ja sowieso. Und dann schreiben wir auch fleißig wieder gemeinsam in die Kommentare, wie es denn hier weitergehen soll. Und jetzt gerade in diesem Moment bekomme ich hier das Signal zu Alan, denn wir nähern uns jetzt hier seiner Location. Aber ich habe beschlossen, ich werde ihn jetzt vorerst noch nicht aufnehmen, sondern jetzt erstmal mich hier an Margaret's Story machen. Kriegen jetzt hier ein paar Infos zu ihm. Wir kriegen hier vor allem noch mal ein bisschen Wasser, was ziemlich cool ist. Und dann gucken wir, dass wir hier jetzt schnellst rausgehen. Ich habe jetzt hier die größere Tauchflasche gefunden. Oh, ganz wenig Sauerstoff. Und außerdem das Konstruktionswerkzeug, was schon mal zwei sehr, sehr nützliche Dinge sind. Und jetzt machen wir uns direkt von hier auch noch auf den Weg und holen uns das Tiefentauchmodul im besten Fall direkt auch noch, weil dann sind wir das nächste Mal, wenn wir das alles bauen, besser ausgestattet, um hier noch tiefer runterzukommen. Jetzt habe ich allerdings gerade, haha, jetzt habe ich mich ein bisschen verdaddelt, weil ich einmal in die Oberfläche gegangen bin, aber ich denke, ich könnte es trotzdem noch finden. Da finden wir Alan, da blinkt es schon und hier müsste dann auch schon unser Kreislauftauchgerät sein. Oh, und ich habe vergessen, dass wir ja die Tiere deutlich aggressiver gemacht haben, deswegen müssen wir ein bisschen aufpassen hier. Oh ja, ja, die sind auf maximale Aggression. Und das merkt man jetzt auch. Machen außerdem mehr Schaden, haben wir auch eingestellt. Was ich nicht einstellen konnte, war die Spawnhäufigkeit. Die ging bei mir tatsächlich nicht über 1. Mir hat jemand geschrieben, dass sie bei ihm bis 4 geht. Da könnt ihr ja mal gerne Bezug nehmen, ob das vielleicht am PC anders ist als hier auf der PlayStation. Ich kann die Spawnhäufigkeit der Lebewesen hier nicht über 1 stellen. Und es wäre mal interessant zu wissen, ob das unterschiedlich ist auf dem PC zu meiner PlayStation hier. Ich bin jetzt hier gerade so ein bisschen unterwegs und versuche mir hier ein paar Scans zu holen. Ihr seht das schon, ich habe jetzt ein paar Sachen schon eingesammelt und hole mir jetzt hier auch noch den Außenbeetkasten. Ups, jetzt habe ich irgendwie ein Geiselkörbchen gescannt, das wollte ich gar nicht. Ich wollte den hier fertig scannen. Ja, perfekt. Und nochmal ein bisschen Wasser mitnehmen. So, damit sind wir schon ganz gut ausgestattet. Wir haben jetzt auch das Konstruktionswerkzeug uns geholt und machen uns jetzt auf dem Weg zur Insel und damit auch zum Anleger der Station Delta und zum Margaret's Story. Was auch noch ein Vorschlag war und dem überlege ich tatsächlich nachzukommen, ist das Ganze hier nur innerhalb der Seebahn zu machen. Und deswegen hole ich mir jetzt mal, solange sie hier den Anleger zur Station Delta findet. Genau, da wollen wir hin. Hole ich mir jetzt hier die Seebahnen. Oh, die labert so viel. Unglaublich. So, also, was ich sagen wollte, ich hole mir jetzt hier, versuche es zumindest, 3 Scans zur Seebahn. 2 haben wir schon, denn es ist tatsächlich, finde ich, eine ganz coole Challenge, das ganze Spiel jetzt hier aus der Seebahn heraus zu schaffen. Deswegen hier mal 3 Scans zur Seebahn, zack, da haben wir sie schon. Und dann ab zum Anleger der Station Delta, der direkt da über uns sein sollte. Und ja, das ist ohne Basis, ohne Wasserfilteranlage und so weiter. Es ist vielleicht nochmal etwas schwieriger hier.
das Spiel hier zu packen, sage ich mal. Und offensichtlich wollen viele von euch mich hier leiden sehen und hier mit möglichst viel Wasserstress klarzukommen. Wir haben jetzt hier das Seebahn-Tiefmodul 1 und 2 bekommen, synthetische Fasern. Wir kriegen hier also gerade einige coole Sachen. Ich scanne hier mal fleißig weiter. Zack, Kaffeeautomat. Und wir haben das Konstruktionswerkzeug, das Kreislauftauchgerät und außerdem die größere Tauchflasche schon eingesammelt. Thermoskanne mitgenommen, ein Mülleimer, dann können wir hier das Flutlicht noch scannen. Also ihr seht, wir kommen hier ordentlich voran und vor allem immer schön Wasser mitnehmen. So, jetzt muss ich noch einmal kurz ins Wasser hüpfen, dass ich hier nicht erfriere. Und dann schauen wir mal, dass wir hier. Hoppala. Komme ich hier hoch? Ja, okay. Jetzt im Normalfall, genau, unbekannte Frau starten. Und damit haben wir Margaret gefunden. Jetzt muss ich nur noch den Eingang. War lang nicht mehr hier, Mann. Hier geht's hoch, einmal hier. Und jetzt wollen wir in Richtung der Antenne und damit dann eben Margaret finden. So, geht's hier in die Höhle? Nee, ich glaube, ich muss in die andere, ne? Ne, ich bin hier falsch. Ist aber nicht schlimm. Ich kann mir hier zumindest mal ein bisschen Verpflegung mitnehmen. Zack. Gibt auch ein bisschen Wasser, habe ich das Gefühl. Wie viel? Fünf. Na gut. Besser als nichts. So, jetzt haben wir wieder die Nacht, aber diesmal sind wir vorbereitet und haben eine Taschenlampe dabei. So, muss ich hier hoch? Ich glaube, ich muss hier hoch. Jetzt muss hier jetzt noch mal in eine Höhle reingehen. Genau, sehr schön. Gleich mal den Schwefel mitnehmen. Wer weiß, wann wir den brauchen. Und dann gibt's hier. Ja, perfekt. Hier ist nämlich noch mal die Höhle. Da können wir das mitnehmen und außerdem den Mineraldetektor. Zack. Und jetzt, während ich hier in der sicheren Höhle bin, schaue ich jetzt mal. New Blueprint synthesized. Okay, das muss ich jetzt gucken, dass ich das esse ich mal direkt, damit wir voll sind. Und die anderen sind nämlich schon schlecht geworden hier. Und ich will jetzt mal gucken, was wir so brauchen. Ich muss nämlich auch, wenn wir keine Basis bauen, so ein bisschen Materialmanagement betreiben. Und mal gucken, was wir jetzt so brauchen, um die nächsten sinnigen Dinge zu basteln. Wir brauchen auf jeden Fall eben das hier. Brauchen wir nur Glas dafür, das können wir auf dem Rückweg mitnehmen, das passt. Fasergewebe, das kriegen wir auch alles zusammen für das Kreislauftauchgerät. Und Konstruktionswerkzeug, okay, das ist schon ein bisschen mehr. Aber alles machbar. Und einmal Schwefel für das Reparaturwerkzeug. Okay, cool. Das ist also gut machbar, wie ich denke. Und jetzt scanne ich hier mal noch ein bisschen was, damit es gleich wieder Tag wird, bevor wir da rausgehen im besten Fall. Und damit ich nicht die ganze Zeit diese nervigen Scan-Warnungen bekomme, wenn man hier an irgendwas vorbeiläuft. Das ist manchmal doch ein bisschen nervig. So, ein bisschen Material mitnehmen. Hier kann nichts schief gehen. Einmal hier nochmal die Hufeisenpflanze scannen. Nehmen wir uns auch nochmal gleich mit. Also, das ist, glaube ich, die Priorität zu wissen, wo die Nahrungsquellen sind. Damit man hier auf keinen Fall verhungert und verdurstet. Das ist nämlich die größte Aufgabe, die wir hier auf dieser vegetarischen Ernährungsschiene haben, glaube ich, später. Aber jetzt gehen wir mal hier raus, dann sollte Margaret auftauchen. Und mit ihrer Storyline kommen wir auch bis zum Gewächshaus. There'll be hell to pay. Wait! Who are you? Stay off my land. So, das war unsere erste und kurze Begegnung mit Margaret und jetzt geht auch schon die Sonne auf, das ist sehr gut. The woman in the exosuit has been traced as far as my technology will allow. So, jetzt müssten wir genau noch einen Marker bekommen hier von ihr. Da ist es Pilotin. I'm far less alone on this planet than I had anticipated. Und wir sind bei der Station Delta, bei schönstem Sonnenaufgang hier. Sehr schön. So, jetzt scannen wir hier natürlich auch noch die wichtigsten Sachen, auch wenn wir eventuell am Anfang jetzt hier erstmal keine Basis bauen.
sondern uns auf den Bau der Seebahn konzentrieren. Zumindest das neue Seebahn-Dock müssen wir natürlich bauen und dann das vielleicht sozusagen als Station benutzen. Mal gucken, wie das machbar ist. So, einmal den Schrank, natürlich die Jukebox und die sonstigen Dinge, die man hier so einscannen kann, wenn wir schon mal hier sind. Oh ja, der Mehrzweckraum, ganz wichtig. Jukebox-Lautsprecher haben wir. Okay. Mehr Wasser, perfekt. Oh, das ist cool. Das ist interessant, wenn man sich vegetarisch ernähren muss, achtet man viel mehr drauf, wo überall Nahrung rumliegt. Weil sonst habe ich da nie drauf geachtet, ob ich jetzt hier eine extra Flasche Wasser irgendwo mitnehmen konnte oder sowas. Aber jetzt ist das echt von großer Bedeutung plötzlich geworden. Das macht das Ganze super interessant. So, hier, das ist wichtig, die Karte für alle Altera-Stationen. Sehr, sehr gut. Nehmen wir uns hier mal die Scans noch mit. Das Bild brauche ich nicht, wenn ich jetzt erstmal keine Basis baue. Modifizierungsstation, ja, das sind so Sachen. Die muss ich natürlich irgendwann mal irgendwo haben, um auch meine Sachen zu verbessern, sage ich mal. Aber gut. Den Rest lasse ich alles mal hier schön liegen, damit wir wissen, wo es wieder zu finden ist und weil ich mir jetzt einfach auch mein Inventar nicht komplett zuspammen will. Ich muss echt meine Werte im Blick behalten, weil ich kriege keine Warnungen dazu. Das ist auch nochmal so ein Ding. Wir kriegen keine Warnungen, ob wir durstig sind, ob uns kalt ist und. Also da müssen wir echt extrem aufpassen. So, den Scannerraum. Übrigens, wer das Konstruktionswerkzeug im ersten Ding, wo ich es gerade eingesammelt habe, nicht gefunden hat, hier liegt noch eins. Können wir uns mitnehmen. Oh, und damit ist auch unser Inventar schon voll. So, dann gehen wir mal noch kurz in die obere Schiene hier. Hier gibt es die, sage ich mal, etwas nobleren Möbel von Emmanuel. Cushy setup. Must belong to one of those higher uppers. Zack, genau, sein sehr schicken Tisch hier. Und sein kleines Spielzeug. Nehmen wir uns alles mit hier. Scannen uns das schön. Und das hier, der schöne Pflanzentopf, den nehme ich auch mal mit. Weil da können wir uns vielleicht auch ohne Basis irgendwo was anpflanzen. Das muss ich mal ausprobieren. Also das ohne Basis, die ohne Basis-Challenge. Bin mal gespannt, ob das so klappt, weil nur mit Seebahn, ich finde das eigentlich eine coole Idee. Die Seebahn ist ja nun wirklich mit ihren ganzen Abteilen irgendwann mal quasi als Basis nutzbar. Aber es ist schon fies, keinen richtigen Home-Hub zu haben, sage ich mal. Aber gut, ich bin ja, sage ich mal, in euren Händen und versuche hier wirklich so viele Vorschläge wie geht umzusetzen. Und von daher sind wir jetzt hier auf Margaret's Story unterwegs und eben auch vielleicht ohne Basis. Mal gucken. So, jetzt müssen wir hier das Ding hier versuchen zu reparieren und feststellen, dass das nicht so leicht geht. Ne? So war das doch, genau. Ja, da muss man was anschließen und das kriegen wir so einfach nicht hin. Nehmen wir den mal mit, die ganzen PDAs. Ich kenne die ganzen Texte, ich werde jetzt größtenteils darauf verzichten, die alle zu aktivieren, behaupte ich mal. Aber ein paar kann man ja mal mitnehmen. So, und dann, das wollen wir nicht vergessen, denn ich glaube, da finde ich noch ein paar Ressourcen für uns, gehen wir hier hinter der Basis noch den Geheimgang runter. Und zwar einmal hier in diese Höhle, genau. Wer meine Bauprojekte verfolgt, der kennt die Höhle, denn ich habe hier ein Spa gebaut, weil ich die Location so cool fand hier. Also schaut da auch gern mal vorbei. Und jetzt will ich aber hier hauptsächlich in den hinteren Bereich. Hier gibt es sehr, sehr viel Gold und so weiter. Ich habe jetzt nur einfach nicht wirklich Platz. Ich kann das ja mal so machen. Ich schmeiß die zwei Dinger weg. Ess das noch für ein bisschen Wasser und nehme dann ein bisschen Ressourcen mit hier. Aber ich kann hier auch jederzeit nochmal herkommen, falls ich wirklich auf Goldsuche bin, weil so viel brauche ich jetzt anfänglich davon nicht. Aber ihr seht, hier gibt es unglaublich viel. Man kann hier auch mal mit dem Pinguin noch die Diamanten rausholen später. So.
So, aber wir wollen hier einmal nach hinten raus, denn hier gibt es genau 3 Kisten und damit noch Ressourcen, die wir sehr gut gebrauchen können. Zack, perfekt. So, damit haben wir's. Und ich denke, bevor ich jetzt Margaret hinterher renne, werde ich zurück zu unserer... Zurück zu unserer kleinen Kapsel, um uns hier mal wieder ein paar sinnvolle Dinge zu bauen, wie eben die größere Tauchflasche und so weiter und so fort. Wir brauchen theoretisch auch die mobile Fahrzeugstation, damit wir unsere Seebahn bauen können. Also, ihr seht, reichlich zu tun, bevor wir dann eben dem Pilotinnensignal tiefer in die Welt hinein folgen, um unsere Story von Margaret weiterzutreiben. So ist der Plan. Ich nehme jetzt hier einfach noch so viel Ressourcen mit, wie geht. Aber ich glaube, ja, ich bin quasi voll. Deswegen jetzt einfach zurück zu unserer kleinen Basis in Spee. Größer wird sie ja nicht. Und dann schauen wir mal, dass wir uns hier wirklich gut aufstellen, die Seebahn bauen und eben einige Ausrüstungsgegenstände, damit wir dann voll ausgerüstet in diese Richtung hier gehen können. Das ist der Plan soweit. Ich bin gespannt, ob das so klappt. So. Hier unten, wir wissen es, gibt es auch noch einen versteckten Bereich, wo wir dann später gut Diamanten farmen können da unten und außerdem einige weitere Module für die Seebahn finden können. Aber das traue ich mich aktuell noch nicht so ganz, darunter zu gehen. So, da haben wir unsere Basis. Und ich drop jetzt hier mal ganz kurz ein paar Gegenstände. Und zwar so. So, und auch ein bisschen was zu essen. Zack, und dann schauen wir mal, was wir schon bauen können hier an Material bzw. an Ausrüstungsgegenständen. Wir brauchen das und wir brauchen... Okay, ich kann noch nichts davon bauen. Ich brauche Glas. Da brauche ich ein bisschen Quarz und ich wollte auch das hier bauen. Silikongummi habe ich aber. Habe ich kein Silber mehr? Doch, Silber habe ich noch da selber dabei. Das heißt, wir können auch einen Kabelsatz bauen. Einmal. Und dann haben wir schon mal das Reparaturwerkzeug. Das können wir nämlich gut gebrauchen. Unsere Seebahn, wenn wir sie denn haben, braucht nämlich auch deutlich mehr oder nimmt mehr Schaden aufgrund unserer Einstellungen. Kupferdraht, 2 Tischkorallen. Kann ich Kupferdraht bauen? Ich habe kein Kupfer. Okay. Also ihr seht, doch hier haben wir noch Kupfer, perfekt. Wir brauchen, das ist jetzt ein bisschen Materialmanagement, was wir hier betreiben müssen. Dann gehe ich mal los und hole Quarz und 2 Tischkorallen. Das sind die 2 Dinge, die mir jetzt gerade fehlen. Und außerdem müssen wir uns langsam um Scans kümmern für die mobile Fahrzeugstation. Vielleicht kann ich das kombinieren. So, hier kann ich nochmal das Ding mal scannen, damit das nicht immer aufpoppt hier. So, Quarz und mobile Fahrzeugstation. Die mobile Fahrzeugstation ist da bei den Nestern unten drin. Hier so zum Beispiel. Seht ihr? Also ihr seht, wenn ihr meinen Guides folgt, dann solltet ihr die Dinge hier relativ zügig eigentlich finden. Zack. Es ist immer ein bisschen zufällig, auch jetzt hier bei mir wieder, in jedem Playthrough etwas anders, aber die generelle Location ist immer ähnlich und sollte eigentlich immer bei jedem auch gleich bleiben. So, ich brauche noch einen Quarz und eine mobile Fahrzeugstation, dann bin ich eigentlich schon happy. Ich wollte eigentlich gar nicht so tief hier unten rein, aber wahrscheinlich führt jetzt gerade kein Weg dran vorbei. Ah, vielleicht hier schon. Das könnte aber schon der Laserschneider sein. Okay. Nehmen wir auch mal mit. Zack. Dann scannen wir den auch direkt. Okay. Oh, oh. Oh, oh. Ja, das ist ja ein Grund, warum man Alan, sag ich mal, holen sollte. Sich. Wäre das hier diese ganzen Seepinguine uns hier. Pinguine, nicht Pinguine. Kobolde uns hier sonst unser Werkzeug klauen. Aber, wie gesagt, wir wollen es uns ja auch nicht zu leicht machen. Oh je, ich weiß gar nicht, ich wollte gar nicht so tief, aber anscheinend... Hier verirrt man sich so unglaublich leicht. Habe
ich genügend Quarz hier? Aber zweimal Glas habe ich. Komm schon, eine mobile Fahrzeugstation noch. Ich brauche nochmal ein Nest. Das ist so verwirrend hier drin. Eieieiei. Okay. Jetzt bin ich wieder draußen. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Soll ich jetzt nochmal rein? Ich habe nicht genügend Sauerstoff. Ich gehe mal kurz atmen. Okay, und dann wieder runter. Wie sieht es mit den Werten allgemein aus? Eigentlich gar nicht schlecht. So, hier war das, ne? Ja, perfekt. Komm, ich nehme mal nochmal zwei Safety-Quarz mit. Einmal, zweimal, wenn die hier schon so liegen. Oh ja, guck mal hier. Nochmal die mobile Fahrzeugstation. Den Laserschneider, den brauche ich jetzt aktuell noch gar nicht unbedingt, deswegen bin ich da jetzt noch gar nicht so scharf drauf. Noch einmal Silber, perfekt. Und irgendwas habe ich noch gebraucht für den Computerchip. Ah, ich brauche noch Korallen. Ich brauche noch Korallen und das heißt, wir müssen tiefer Richtung Süden. Oh, jetzt habe ich ein bisschen die Orientierung verloren. Pass mal auf, wir müssen hier lang. Da ist die Kapsel, genau, das ist das Gefährliche hier. Ein, zwei Tischkorallen brauchen wir noch. So, nochmal Silber, Chance auf Silber. Ne, Titan. So, Tischkorallen, die sollten hier irgendwo zu finden sein, da sind sie, perfekt. Yep. Einmal. Na, komm, die andere scannen wir, bevor wir sie einsammeln. Bumm, und zweimal. So, ja, also heute ist viel Bauen. Jetzt haben wir zwar Margaret's Story angestoßen, sage ich mal, so wie wir es ja verfolgen wollten, aber ich muss mir zumindest jetzt mal noch bessere Tauchflaschen und so weiter bauen, weil sonst komme ich hier nicht besonders weit. Und deswegen heißt es jetzt erstmal viel, viel bauen, bevor wir hier weitergehen in diesem Durchgang. So. Zack, dann machen wir uns an den Computerchip. Damit wiederum sollte ich... Was wollte ich mit dem Computerchip bauen? Ah ja, genau. Konstruktionswerkzeug. Ich brauche es nicht unbedingt jetzt aktuell, wenn wir die Basis nicht bauen. Aber ich will es einfach mal dabei haben, weil wer weiß, was, wann wir es brauchen. Naja, genau. Ja, genau. No fun. No fun. Also, selbst unser PDA sagt uns, ohne Basis ist das hier super gefährlich, aber ihr wolltet das so und deswegen probieren wir das mal. Und ich finde es eigentlich auch eine ganz spannende Idee. So, jetzt brauche ich meine Tauchflasche, damit wir die größere Version davon bauen können. Mit hoher Kapazität. Perfekt. So, und das nächste ist dann die mobile. Dann brauchen wir, ach, da brauche ich nochmal einen Computerchip. Schmierstoff, Titanbarren. Okay, Titanbarren kann ich machen. Zack. Und dann, das haben wir, das haben wir. Eigentlich haben wir werkzeugtechnisch alles. Ja, das brauche ich auch noch. Kabelsatz. Das heißt, ich brauche doch noch zweimal Silber vermutlich. Ah je, okay, das wird doch schwieriger als ich dachte. Ich merke schon. Ich habe noch einmal Silber dabei. Wir haben das. Wir brauchen nochmal Tischkorallen. Puh, okay. Okay, dann gehen wir mal nochmal los. Wisst ihr was, ich werde jetzt hier mal diese Signale hier vom Anleger wegschalten. Die brauche ich erstmal nicht. Und dann gehen wir nochmal auf die Suche. Wir brauchen Silber, wir brauchen Fasergewebe, habe ich gerade auch noch gesehen. Das nehmen wir uns vielleicht als allererstes mal. Einmal, zweimal. Ich könnte das eigentlich auch mal anpinnen. Ich vergesse immer, dass das in Below Zero ja alles geht mit anpinnen und dann einen die Seekobolde, wenn man Allen geholt hat, was wir ja nicht gemacht haben, die Sachen sogar teilweise bringen.
deswegen pinnen wir das jetzt vielleicht mal an. Und zwar... was wollten wir bauen? Wir wollten... das bauen. Da brauchen wir Silber für. Und ich wollte... das bauen. So, okay. Das ist doch jetzt schon etwas übersichtlicher. Und... ja, hier habe ich noch zweimal. Die brauche ich wahrscheinlich, den Kupferdraht für den Computerchip. Ja, genau. Und wir brauchen einmal Silikongummi. Den haben wir noch. Perfekt. Und los geht's. So, das hilft mir ungemein, das jetzt mal so ein bisschen zumindest im Überblick zu haben, was wir hier noch brauchen. Für den Schmierstoff brauchen wir einmal diese Pflanze hier. Den Computerchip brauchen wir nochmal zwei Tischkorallen, die sind dann etwas tiefer hier. Und dann brauchen wir nochmal Silber, was gemein ist, weil da bin ich gerade etwas dran vorbeigelaufen, weil ich dachte, ich hätte das Thema vielleicht schon durch. Oh oh, oh, jetzt müssen wir aufpassen. Ah, verdammt, das macht das jetzt nicht leichter, dass die so aggressiv sind. Oh oh, ich höre ihn hinter mir. Ah, verdammt. Okay, ich habe einen Screenshot gemacht, weil ich in Panik geraten bin. Okay, und wir brauchen noch eine Tischkoralle. Oh, ich höre ihn schon wieder hinter mir. Ja, jetzt hat er mich. Oh, 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 oh. Ihr seht, das kann ganz schnell schief gehen. Wow, 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 wow. Ganz schnell weg. Die machen so viel Schaden, die Tiere, weil ich das eingestellt habe. Multiplikator ist auf 3. Und das macht richtig Schaden, wie ihr seht. Eieieiei. Das hat mich nicht mal ganz geheilt. Verdammt. Okay, also ich muss viele Medikits dabei haben, damit wir hier eine Chance haben, das überhaupt in irgendeiner Form zu überleben. Das wiederum heißt, ich brauche jetzt noch Silber und dann können wir vielleicht gucken, ob wir auf dem Rückweg ein bisschen Fasern mitnehmen. So, und Silber finden wir in den tiefen Höhlen hier. Was haben wir hier noch? Ah, guck mal. Noch ein Laserschneider. Fehlt uns also nur noch einer. Damit wir den Scan auch fertig haben. Aber das ist leider nicht eine von den tiefen Höhlen hier. Das heißt, nochmal ein bisschen weiter. Da wäre noch eine mobile Fahrzeugstation. Also die Sachen scannen. Ihr seht, das klappt eigentlich immer ganz gut. So, hier müssen wir rein. Genau, perfekt. Hier müsste es Silber geben. Das ist Blei. Das brauche ich aktuell nicht. So, ein bisschen Sauerstoff auftanken. Meine Batterie ist auch gleich leer. Okay, das ist einmal Silber. Perfekt. Ich versuche mal direkt vielleicht noch ein, zwei mitzunehmen. Oh, dann ist das jetzt zu riskant hier. Ich will nicht zu lang unten bleiben. Auch Sauerstoff ist ein Thema. Gold, da ist nochmal Silber vielleicht. Ja, okay, wenn ich jetzt noch eins bekomme, dann habe ich nochmal Kabelsatz mir beschaffen sozusagen. Hier beim Weg raus vielleicht. Ja, komm, komm mal. Na, war klar, war klar. Titan, na gut. Man kann nicht immer gewinnen. Oh, 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 sagte er. Und vielleicht... ich scanne es jetzt erstmal vorher. Zack, Silber, perfekt. Okay, ab zurück zur Basis. Und ihr seht, wie angenehm das jetzt ist. Dadurch, dass ich mehr Sauerstoff habe, ist das überhaupt kein Problem mehr. Habe ich noch genügend... Platz um hier. Zwei Schlingpflanzen wären toll. Was brauche ich nicht? Ein Titan kann ich loswerden. Und zack, weil dann habe ich nochmal ein Medikit. Ich finde es jetzt angenehm mit dem Tag-Nacht-Zyklus, muss ich sagen. 3 Minuten Nacht ist nicht kurz, also trotzdem schon etwas eine Einschränkung, aber zumindest hat man doch deutlich mehr Tag als Nacht, was das Ganze etwas entspannter macht. So, genau, das war klar, dass das passiert und ich habe interessanterweise keine Ersatzbatterie dabei. Ich dachte, ich hätte noch eine Batterie eingesammelt. Ah, die ist wahrscheinlich ins Konstruktionswerkzeug gegangen, ne? Okay, kümmern wir uns gleich drum. Jetzt als erstes mal der Computerchip und der Kabelsatz. Und außerdem... den Kollegen hier. Wir können Fasergewebe bauen. Und dann können wir einmal ein Medikit bauen.
alles auf Tauchgerät. The rebreather facilitates extensive free diving by recycling air. Genau, jetzt können wir unter 100 Meter, ohne dass wir mehr Sauerstoff verbrauchen. Und zack, wir haben unsere mobile Fahrzeugstation. Jetzt geht's voran. Nice. Und jetzt brauchen wir heute nur noch die Seebahn und dann sind wir startbereit, um Margarets Quest richtig anzugehen. Jetzt würde ich sagen, nehme ich mir das mal. Wir haben ja natürlich auch überhaupt keine Möglichkeit, Batterien zu laden, ne? Fällt mir gerade auf. Ich tue trotzdem mal die leere hier rein, die Silberstücke tue ich hier rein. Was konnte ich denn mit Schwefel bauen? Wofür habe ich denn den Schwefel? Das war doch das Reparaturwerkzeug, aber das habe ich schon. Ja, okay, alles klar. Das heißt, den brauchen wir erstmal auch nicht. Bisschen Platz managen und ein bisschen Gold, zack. Und jetzt hau ich hier die mobile Fahrzeugstation raus. Halt, falsch, so rum. Schnellzugriff einmal ganz kurz und dann zack. Dann holen wir uns unseren Scanner wieder, zack. Und steigen einmal hier drauf, um rauszufinden, was die Seebahn kostet. Okay, ja. Ist klar, das wird doch etwas schwieriger, als ich es auf dem Schirm hatte. Jetzt passt mal auf, jetzt machen wir das mal so, Baupläne. Ich nehme die alle weg und wir holen uns die Seebahn, okay. So, das will ich heute auf jeden Fall noch bauen und dann werde ich euren Requests folgen und hier eben mich an Margaret Maeders Story machen. Denn wenn wir Margaret finden, dann finden wir auch, wenn ich mich nicht ganz täusche, in ihrer Nähe den Destillanzug. Und das würde unser Wasserproblem erheblich verkleinern. Jetzt essen wir mal was, dann heile ich mich mal sicherheitshalber und wir trinken nochmal. So, und dann gucken wir mal. Wir brauchen einen erweiterten Kabelsatz. Was wiederum heißt, wir brauchen Kabelsatz und Computerchip. Okay, das ist das Erste. Kabelsatz haben wir schon mal. Zack. Und für den Computerchip brauchen wir wieder Kupfer und Korallen. Dann brauchen wir offensichtlich Titan. Wir brauchen noch zwei, also einmal Glas und Blei. Und was kostet die Energiezelle? Batterien. Okay, alles klar. Batterien können wir jetzt machen. Wir brauchen also Kupfer, weil ich brauche auf jeden Fall Batterien. Da ich selber keine Batterien mehr für meinen Gleiter habe, wie ihr seht. Und deswegen müssen wir uns jetzt als erstes mal darum kümmern. Das heißt, wir brauchen Geiselkörbchen. Und ich vermute, dass wir da demnächst etwas weiter tauchen müssen, als ich es jetzt hier gerade tue, denn Geiselkörbchen gibt es vermehrt dann später in den Tiefen. Ich will nur möglichst jetzt hier in dem, sage ich mal, etwas harmloseren Gebiet bleiben, solange ich kann, denn ja, hier habe ich die schon abgegrast, seht ihr? Ihr habt gerade gesehen, wie aggressiv die Tiere hier sind und wie viel Schaden die uns machen. Und das ist einfach saugefährlich. Ah, ich dachte, hier gibt es noch Geiselkörbchen irgendwie in der Nähe. Ich hätte schwören können, hier müsste es doch noch ein, zwei so Höhlen geben. Sonst müssen wir doch uns schon weiter in die gefährlichen Gegenden begeben. Und das ohne Batterie. Ah, wisst ihr was? Ich mache das anders. Ich nehme die hier raus und hau sie hier rein. Zack. So, dann sind wir jetzt erstmal auf der sichereren Seite und dann begeben wir uns hier vorsichtig Richtung Süden, wo wir mehr Geiselkörbchen finden sollen. Perfekt. Einmal, zweimal. Das ist schon mal eine Batterie. Wir brauchen insgesamt Minimum 3, behaupte ich. 2 für die Energiezelle. Und sagt das Inventar. Okay, es reicht noch. Sauerstoff auch kein Thema. Und Blei war noch ein Thema, ne? Ich vorhin auch so ganz nüchtern dran vorbei. Aber beschäftigt uns jetzt dann wieder. Blei gibt es aber eigentlich hier in dieser Gegend reichlich. So, jetzt passt auf, hier gibt's Geiselkörbchen. Eins,
2, ich will jetzt ein bisschen gucken, 2, 4, das heißt, wir nehmen noch 2 mit. Zack. Oh oh. Gefahr, Gefahr. So, da sind unsere Tischkorallen. Ja, also Ressourcenmanagement ist jetzt ein großes Thema hier. Zack, ich brauche relativ viel Titan und Kupfer und ich höre auch wieder Gefahr im Hintergrund. Und das ist Silber, verdammt, hier ist Blei. Oh oh, oh oh. Ja. Eieiei, wir müssen so aufpassen. Boah ja, der folgt vor allem so weit. Und macht so viel Schaden. Okay, okay, okay. Eieiei. Oh, verdammt, ich kann hier nicht in Ruhe Blei suchen. Ich hab den jetzt. Oh, der verfolgt mich überall hin. Das gibt's doch nicht. Okay, ich geh mal hier aus dem Gebiet raus und hoffe, dass er mich dann in Ruhe lässt. Ich höre ihn immer noch. Okay, okay, alles gut. Wir sind ihn losgeworden. Hier ist noch Blei eventuell. Ne, Titan. Okay, ich muss zurück. Sauerstoff ist gleich leer und wir haben zu viel Ressourcen dabei. Boah, das ist fies, ey. Die Seebahn gleich am Anfang bauen, das ist die größte Herausforderung jetzt. So, Batterien, genau. Batterien wollte ich 3 Stück bauen. Das passt. Okay, super. Dann brauche ich einen Kupferdraht, um den Computerchip zu bauen. Und dann sollten wir schon den erweiterten Kabelsatz bauen können. Das ist schon mal das Erste, was wir brauchen. Super. Dann können wir Titanbahn bauen und ein Glas bauen. Und das heißt, wir brauchen eigentlich nur noch 2x Blei und haben alles, um die Seebahn bauen zu können. Denn hier habe ich noch ein Silikongummi drin. Damit können wir die Energiezelle für die Seebahn bauen. Zack, okay. Boah, Leute, ohne Basis bauen heißt das im Grunde, ich kann auch meine ganzen Dinger nicht aufladen. Und müsste die ganze Zeit Batterien bauen. Oh, ob ich das bereit bin, weiß ich noch nicht. Das schauen wir uns mal an. Ich lager hier mal ein bisschen was zwischen. Und wir brauchen jetzt 2x Blei, um die Seebahn zu bauen. Ab geht's. Ich hatte noch eine extra Batterie, ne? Glaube ich, habe ich eine extra gebaut. Dann kann ich die ja, in die Taschenlampe tun und hier wieder die Leere verstauen. Hä? Wo ist die Leere hin? Hä? Bin ich blöd? Interessant. Okay. Ach nee, ich hatte keine Leere drin, ich hatte sie rausgenommen. Ah ja, alles klar. So, ab Richtung Süden. 2x Blei. Wir könnten jetzt natürlich den Mineraldetektor bauen. Um das Ganze noch zu vereinfachen. Ja, weiß nicht. Ich will den auf jeden Fall haben, aber ich glaube, ich finde jetzt Blei schneller ohne den Mineraldetektor, als jetzt noch einen Mineraldetektor zu bauen. Ah, war klar. War klar, dass da jetzt keins drin ist, nachdem ich hier große Worte geschwungen habe. So. Ja, das ist Silber. Komm, wenn wir es gerade sehen, nehmen wir es mit. Beziehungsweise Safety Titan, da ist nochmal Blei. Yep, perfekt. Und komm, 2 hintereinander. Yes! Das ist es. Leute, wir haben's. Wir haben's. Okay, perfekt. Und damit haben wir die Seebahn. Und damit sind wir ausgestattet, in der nächsten Episode in Richtung Margaret zu gehen und vielleicht auch ihre gesamte Story abzuarbeiten. Das weiß ich noch nicht genau, denn wir müssen theoretisch dafür auch die Antenne reparieren. Und das heißt wiederum in die Frax reingehen. Oh, das ist, das ist auch richtig viel, was da auf uns wartet. So, also, halt, ich muss das ja hier gar nicht hier bauen, sondern auf unserer mobilen Fahrzeugstation. Ja, damit nähern wir uns schon wieder dem Ende dieser kleinen Episode. Aber ich würde sagen, wir waren erfolgreich. Das Wetter ist gerade ziemlich schlecht.
Auch das übrigens können wir noch einstellen, dass es immer schönes Wetter ist. Also wer das will, auch gerne in die Kommentare schreiben. Wir behalten das einfach bei. Ihr könnt mir hier in die Kommentare schreiben, wie die Reise weitergehen soll, ob ich hier nochmal irgendwas anpassen soll. Ich zeige euch das nochmal. Wir haben hier die Möglichkeit, eben unsere Einstellungen auch im Spiel zumindest ein paar zu ändern. Spawnmöglichkeit kann ich hier nicht mehr anpassen aktuell, aber die habe ich selber nochmal geschaut, konnte ich auch nicht übereinsetzen aktuell. Raubtiere machen aktuell, oder ich mache Raubtieren nur die Hälfte Schaden, dafür macht mir alles dreifach Schaden, sowohl an Fahrzeugen als auch an mir selbst, das haben wir gesehen. Wetter ist neutral, Tageslänge auf 7, Nachtlänge auf 3 und Aggression auf 10. Und wir haben gerade gesehen, was das bedeutet. Vegetarische Ernährung, ja, das haben wir auch gesehen. Und apropos, da könnte ich eigentlich direkt mal nochmal ein bisschen zuschlagen. Und ja, schreibt in die Kommentare, wie wir jetzt hier weitergehen sollen. Margaret Mader haben viele vorgeschlagen und deswegen habe ich die Story heute mal gestartet und würde als nächstes auch zu ihrer Location wollen, nachdem wir uns die Seebahn, sage ich mal, so weit aufgemotzt haben, dass sie auch fähig ist, so tief zu kommen. Das heißt, wir brauchen vermutlich ihr Tiefenmodul in der nächsten Episode, um dann zu Margaret selber zu kommen. Ihr könnt aber auch in Richtung Ellen weiter tendieren oder vielleicht nochmal etwas ganz anderes hier vorschlagen. Ich bin auf jeden Fall gespannt und freue mich drauf. Wir bauen jetzt hier die Seebahn, die potenziell unser einziges Zuhause ist, denn auch das wurde in den Kommentaren vorgeschlagen und das würde heißen, wir müssen sie auf jeden Fall noch um ein paar Abteile erweitern. Ich bin gespannt auf euer Feedback. Lasst es auf jeden Fall in den Kommentaren da. Lasst gern ein Like für das Video da und ein Abo für den Kanal. Und ich danke euch vielmals für das tolle Feedback auf das letzte Video. Es hat wirklich Spaß gemacht, eure Kommentare zu lesen und jetzt hoffentlich auch hier so umzusetzen. Damit haben wir die Seebahn und damit auch unser erstes Fahrzeug, mit dem wir hier jetzt durch die Welt von Subnautica Below Zero heizen können, und zwar jetzt deutlich schneller als zuvor. Und das macht jetzt schon richtig Spaß. Ich bin gespannt, was ihr schreibt. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Einschalten und tschüss.